Herzlich willkommen im Tiergarten Nürnberg. Mein Name ist Sabine, ich bin hier Zoobegleiterin. Heute machen wir was ganz besonders Schönes. Wir machen eine Abendführung durch den Tiergarten. Eine solche Führung ermöglicht einem, dass man den Tiergarten nach der offiziellen Öffnungszeit in einer kleinen Gruppe genießen kann. Jetzt können wir die ungewohnten Laute der Tiere besonders gut hören. Vor den grasenden Kängurus unternehmen die Emus noch einen Abendspaziergang. In der wärmenden Sonne suchen Erdmännchen nach Insekten. Und eine unserer Fuchsmangusten beansprucht den schönsten Platz. Wir können das Familienleben der Paviane beobachten. Und jetzt hören wir die typischen Rufe der Hyazinth-Aras. Die Alpensteinböcke sind im Fell wechseln. Das Futter schmeckt gut. Im ehemaligen Steinbruch kann man auch toll klettern. Und was ist da noch? Das hört sich doch nach Tiger an. Alle mal schauen. Unsere Tigerin Katinka wandert entlang ihrer Reviergrenzen. Sie fühlt sich sichtlich wohl. Der eurasische Luchs putzt sich. Während bei den Pinguinen noch fleißig am Nest gearbeitet wird. Und hopp. Ruhig ist es hingegen bei den kalifornischen Seelöwen. Dort wird gekuschelt und getrunken. Unsere Schneeleoparden werden in der Dämmerung aktiv und durchstreifen ihr Gehege. Auf dem Weg zum Ausgang kommen wir noch an den Hirschziegenantilopen vorbei, die uns neugierig beäugen. Oh, keine Gefahr. Schon vermisst. Guck mal her. Ich hoffe, die Führung hat euch gefallen. Bis bald im Tiergarten Nürnberg mit Katze Lucy.